Hallo und herzlich willkommen zu den Brokenus für den Oktober 2023. Diesmal ist der Redaktionsschluss ein bisschen früher bereits, nämlich am Donnerstag, 28.08. um rund 14 Uhr. In diesem Video präsentiere ich natürlich wie immer, was hat sich denn getan und was wird sich denn tun in der Welt der lieben Online-Broker bzw. in der Welt der Börse. Und ich stelle euch natürlich wie gewohnt zu Beginn gleich einmal vor, wie hat es denn an den Märkten funktioniert im September bzw. bisher. Natürlich dann gibt es was Neues zur Wertpapier-Quest, Behaltefrist, EZB-Zinserhöhung haben wir gehabt, dann zu Flatex, zur Dada Bank, Easybank, Bank Direct, Trade Republic, Smart Poker, Finanz.net, Sarah Bax, Lightyear Trading 212, Krypto, Anbieter wie 21 Bitcoin, Bison, Co-Index und dann gibt es noch eine Information zu HSBC-ETFs, diejenigen, die einen haben, zuhören. Dann natürlich die aktuellen Sparzinsen und zum Schluss natürlich wie immer die aktuellen Neukundinnen und Neukundenaktionen der verschiedenen Online-Broker. Wenn du jetzt sagst, ein bestimmtes Thema interessiert dich besonders, dann schau doch ganz einfach unten in der Videobeschreibung. Dort findest du nämlich Timestamps. Da kannst du nämlich zu deinem gewünschten Thema sofort hinspringen und verlierst keine Zeit. Und in der Videobeschreibung findest du übrigens auch einen Link zur Telegram Community. Da sind wir bereits fast 1000 Menschen drinnen, die sich tagtäglich rund um die Welt der Online-Broker, Börse, Finanzen, Sparzinsen und Co. eben miteinander austauschen. Und es ist so eine nette, informative Gruppe. Ich kann es nur jedem empfehlen, wenn du nicht Teil dieser Community bist, dann jetzt da unten den Link suchen und eben anmelden. Gleichzeitig findest du auch eben einen Link zur Webseite, wo du einen Brokervergleich findest, zum Instagram-Profil, zum Newsletter und. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zusehen. Gleich zu Beginn, wie sieht es denn aus am Markt? Der Markt hat sich im September ja eher nach unten entwickelt, so zumindest zum Stand 27.09. um 8 Uhr abends. Der ATX Total Return, ein hauchzartes Minus im September, der DAX Performance Index minus 3,64, Dow Jones Industrial Index minus 3,43, Nasdaq Composite Index minus 5,2 und der Standard & Poor's 500 Index minus 4,18. Also im September ist es allgemein nicht so gut gelaufen, aber wenn ich mir das Ganze seit Jahresbeginn ansehe, dann sieht es noch immer ganz gut aus, aber der Vorsprung schmilzt so langsam dahin. ATX Total Return plus 3,59, DAX Performance Index plus 8,16%, Dow Jones 0,71%, da sind wir eben wirklich auch zart unterwegs. Nasdaq Composite, die Tech-Werte, noch immer die großen Treiberinnen und Treiber von diesem Index. 25% im Plus seit Jahresbeginn und der Standard & Poor's 500 Index plus 11% seit Jahresbeginn, year to date. Und jetzt fragst du mich natürlich, du Andi, wenn ich jetzt 10.000 Euro gehabt hätte und diese 10.000 Euro in eine bestimmte Asset-Klasse investiert hätte, was wäre denn da rausgekommen? Naja, wenn du zum Beispiel 10.000 Euro genommen hättest und diese 10.000 Euro in Cash gehabt hättest und weiterhin in Cash gehalten hättest, dann wäre das 10.000 Euro noch immer 10.000 Euro geblieben. Inflation musst du natürlich immer abziehen. Wenn du das Ganze auf ein Sparkonto gelegt hättest mit einer Verzinsung von 2%, dann wären daraus 1,47% bis jetzt geworden. Hättest du das Ganze in Relax Bausparbank gelegt von der Raiffeisen Bank, dann wären daraus eben 2,14% geworden. In Gold wären das 3,29% geworden. Natürlich immer alles versteuern. Hättest du das Ganze in Bitcoin investiert, dann wären über 60% plus daraus geworden. Hättest du das Ganze in den MSCI World ETF gelegt, dann wären über 10% plus bisher zu Buche gestanden und hättest du das Ganze auch in den Dirk Müller Premium Fonds gelegt, dann wären eben 0,49% bis heute rausgekommen. Wie steht es denn um die Wertpapier-Quest-Abschaffung? Das Projekt von unserem Finanzminister Magnus Brunner. Tut sich da was? Leider keine neuen Informationen. Unser Finanzminister drängt weiterhin auf die Abschaffung der Wertpapier-Quest bzw. Einführung einer Behaltefrist, aber wir warten weiterhin und wir warten und wir warten. Gleichzeitig eben das Thema Neuwahlen. In einem Jahr spätestens heißt es Neuwahlen, vielleicht auch schon früher. Irgendwie sind alle schon ordentlich in Wahlkampfstimmung, wenn man sich die Presse so ansieht. Empörung hier, Empörung da. Naja, schauen wir, was da eben schlussendlich dann rauskommen wird. Die EZB hat im September eine Leitzinserhöhung durchgemacht. 4,5% ist
mittlerweile der EZB-Leitzins bzw. Einlagenfazilität liegt bereits bei 4%. Das ist der Zinssatz, wo eben Geschäftsbanken eben bei der EZB einlegen können. Ich habe dazu ein Video gemacht bzw. einen Beitrag dazu, den findest du natürlich wie immer unten verlinkt. Ebenso habe ich ein Video gemacht über die Raiffeisenstruktur in Österreich. Über 300 selbstständige Raiffeisenbanken gibt es in Österreich. Wie sieht es aber aus mit den Raiffeisenbanken, Raiffeisenlandesbanken bzw. mit der RBI? Wer hat wo was zu sagen? Es ist nämlich bei der Raiffeisen Kassa bzw. beim Bankenverband so, dass eben von unten nach oben es geht. Das heißt, diese kleinen Genossenschaftsbanken da unten in Hinterndorf, in Vorderndorf und wo auch immer, die bestimmen über das, was eben da oben passiert, rechtlich zumindest, aber insgesamt ist das ein Hin und Her. Gleichzeitig ist Raiffeisen hier viel größer, nicht nur die Banken, sondern auch Molkereien und andere Genossenschaften, und ich präsentiere in diesem Video, um was es eigentlich bei Raiffeisen geht. Ebenso habe ich ein Video gemacht über Fieldtrader-Programme, und zwar ging es um Fieldtrader-Programme bei der Flattex, bei der Dada Bank und bei der Easybank. Ich präsentiere euch da, wie qualifiziert ihr euch für ein Fieldtrader-Programm bei diesem einen Broker und was bringt es euch? Was für Bonifikationen stecken denn da dahinter? Das und mehr findet ihr eben in diesem Video. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Brokern. Starten wir gleich einmal mit Flattex. Flattex Next ist da, die neue Benutzeroberfläche, jetzt auch im Web. In der Smartphone-App kennen wir es ja schon länger, jetzt eben auch im Web. Im letzten Video habe ich es schon angekündigt, dass da was kommen wird. Und jetzt relativ schnell ist es eben auch in Österreich eingeführt worden. Bist du begeistert? Gefällt es dir? Meines Erachtens eine langsamere Revolution, beziehungsweise eigentlich keine Revolution, sondern Evolution der alten Benutzeroberfläche. Ich überlege auch, ob ich ein Video dazu mache, wo ich ein paar Features vorstelle, was es eben alles bei Flattex Next gibt. Alles ist aber noch nicht umgesetzt und du kannst ja hin und her switchen zwischen der alten Benutzeroberfläche Flattex Classic und eben Flattex Next. Wie gefällt dir die neue Benutzeroberfläche? Hast du dich bereits zurechtgefunden? Findest du etwas nicht? Schreib doch ganz einfach unten einen Kommentar, ob du gerne ein Video dazu hättest, beziehungsweise wie dir denn die neue Benutzeroberfläche denn so gefällt. Gleichzeitig kennst du ja vielleicht diesen Geldmarkt ETF von Xtrackers, Euro Overnight, RoyTSwap mit der ISIN LU, beziehungsweise der Wertpapierkennnummer DBX0AN. Und hast du gewusst, dass das ein Premium ETF bei Flattex ist? Premium ETF bedeutet, dass du, wenn du diesen ETF kaufst über einen alternativen Handelsplatz zur Xetra, also GetTex, Quotex, Baderbank bzw. eben ja, TradeGate und Lang und Schwarz Exchange, dann kaufst du den dort um 0 Euro, wenn die Ordergröße 1000 Euro ist bzw. größer. Ein ganz nettes Feature, das eben hier Flattex anbietet. Premium ETFs, ich gebe dir den Link da unten noch einmal hin. Schau dir das Ganze dort noch einmal auf der Webseite von Flattex an, beziehungsweise habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, was denn Premium ETFs sind. Das sind über 300 ETFs, die du eben gratis kaufen kannst, und die wechseln sich eben jedes Jahr ab. Und dieser Geldmarkt ETF ist da eben kostenlos mit dabei. Bei Flattex haben sich die Zinsen des Wertpapierkredits bzw. geduldeten Überziehung erhöht. Der Flex-Kredit erhöht sich von 4,9 auf 7,50, beziehungsweise effektiv sind es sogar 7,71, und die geduldete Überziehung von 7,9 auf 9,5, beziehungsweise effektiv sind es sogar 9,84%. Warum das Ganze? Naja, eh klar, weil eben die Leitzinsen eben auch dort gestiegen sind. Und wenn du jetzt fragst, ne, und was bekomme ich denn aufs Guthaben bei Flattex? Natürlich weiterhin nichts. Flattex sagt von sich aus, wir sind ein Broker und kein Sparkonto. Wir bezahlen unseren Kundinnen und Kunden nichts, und das geht auch dementsprechend auf. Wie sieht es bei der Dada Bank aus? Bei der Dada Bank gibt es keine großartigen Neuigkeiten, soweit ich das Ganze weiß. Es gibt noch immer die Neukundenaktion mit 2,8% für 6 Monate auf das Tagesgeld für jene, die eben das erste Mal Kundin bzw. Kunde bei der Dada Bank werden. Bei der Easybank, die Easybank hat letzten September gerade eine Neukundenaktion eingeführt, 0 Euro Orderspesen beschränkt für ein paar Monate und 0 Euro Depotgebühr bis Ende 2024. Bei der Bank Direkt gibt es auf der Startseite eine große Werbung für eine Wandelschuldverschreibung, quasi
allgemein bekannter unter Wohnbauanleihe, und zwar 4% kästfrei über 10 Jahre. Diejenigen, die es interessiert, die sollen sich das Ganze ansehen auf der Webseite, beziehungsweise einen eigenen Beitrag dazu geschrieben auf broker-test.at im Newsbereich. Den Link dazu findest du natürlich unten in der Videobeschreibung wieder. Und die Bank Direkt erhöht eben ab Oktober den Startbonus auf 100 Euro, wenn eben ein neues Depot als Neukunden bzw. Neukunde eröffnet wird. Bisher waren das eben 50 Euro. News bei Trade Republic. Bei Trade Republic gibt es wirklich einiges an News. Und zwar sind sie eben im September herausgekommen, dass sie eben statt 2% ab Oktober 4% auf das nicht investierte Guthaben bezahlen am Treuhandsammelkonto vom Kunden. Maximal 50.000 Euro werden eben hier verzinst. Ebenso haben sie Anleihen eingeführt. Ab einem Euro investierbar. 500 Anleihen sind eben hier verfügbar. Und es gibt auch ein neues Erscheinungsbild im Web als auch in der App. Das Resümee, beziehungsweise wenn ich mir die Rezensionen ansehe von Trade Republic, dürfte das eben ordentlich daneben gegangen sein. Oder diejenigen, die eben sagen, mir gefällt es nicht, die sind eben extrem lautstark. Wie ist denn deine Meinung dazu? Bist du Kundin bei Trade Republic? Ja, nein. Schreib doch ganz einfach, was hältst denn du davon? Von diesem Relaunch, das war eher eine Revolution statt Evolution. Wenn ich mir das Ganze eben mit Flatex ansehe, bei Flatex war eben das Feedback irgendwie, ja okay, es ist eben Flatex Nexter und es passt schon alles. Das ist immer das Beste für die Personen, die eben da dahinter stehen, die dafür verantwortlich sind, wenn eben etwas Neues ist und es kommt irgendwie nichts. Also die Kundinnen und Kunden dürften das annehmen. Gleichzeitig auch bei Trade Republic dürfte das eben nicht so der Fall gewesen sein, wenn man die eben im Play Store oder im App Store das Feedback durchlese. Ui, ui, ui. Teilweise wird sogar ein Rollback verlangt, sozusagen geht wieder zurück auf die alte Version. Man wird eben sehen, ob ein Gewöhnungseffekt eintritt und eben das alte Design irgendwann vergessen ist. Gleichzeitig eben, wenn die Kundinnen und Kunden sich aufregen, aber gleichzeitig keine Handlungen setzen, dann passt auch wieder alles aus der Sicht der Verantwortlichen, dann eben auch alles richtig gemacht. Die große Frage, die wir uns eben hier in Österreich stellen, wann wird Trade Republic Steuer einfach? Da war eben der Country Manager Oswald Zalcher bei der Geldmeisterin, bei der Julia Kistner. Die hat eben einen Podcast gemacht und ab der Minute, glaube ich, 25 oder 26 hat eben Oswald Zalcher gesagt, ne, das Thema Steuer einfach ist eben kein österreichspezifisches Thema und es wird keine Österreich-Lösung geben, sondern wir bei Trade Republic denken das europäisch. Wir machen eben eine europäische Steuerlösung und das dauert natürlich weiterhin, weil das Ganze deutlich komplexer ist als eben nur eine reine österreichische Lösung. Ich kann mich zurückerinnern, im November 2021 hat eben der Country Manager Oswald Zalcher eben gesagt, naja, wir werden Steuer einfach, 2022 ist unser Ziel. Jetzt haben wir 2023 ist schon vorbei, jetzt reden wir eigentlich von 2024 vielleicht. Eigentlich wissen wir gar nicht, von welchem Zeitraum wir reden. Das zieht sich jetzt eben schon ordentlich in die Länge, zäh wie ein Kaugummi. Das ist die letzte Info, dass eben Trade Republic Steuereinfachheit keine österreichische Lösung gemacht wird, sondern eben eine europäische Lösung. Und bis wann die realisiert wird, Fragezeichen, keine Ahnung, wann da eben etwas kommen wird. Gehen wir zum nächsten Neobroker, Smart Broker. Der Smart Broker Plus ist gestartet und die sind gestartet mit einer Early Access Phase, wo sie eben nur deutsche Handelsplätze anbieten. Und diejenigen, die das eben sofort ausprobiert haben in Österreich, werden dann relativ schnell festgestellt haben, hoppala, wie ist das mit Steuerausländer? Ich muss dort deutsches Konto angeben als Referenzkonto, ui, ui. Das ist noch nicht ganz Österreich kompatibel. Ich habe dann beim Smart Broker nachgefragt, ja, wir wissen es, wir sind da zum Start noch nicht so weit, wie wir eben sein wollten. Jetzt sollte das Ganze mit Anfang Oktober aber dann eben dementsprechend auch für uns hier in Österreich kompatibel sein. Das heißt, dass wir als Steuerausländer geführt werden beim Smart Broker plus eben weitere Handelsplätze plus eben Referenzkonto in Österreich ebenfalls möglich. Das heißt, all diejenigen, die sich eben fürchten, dass der Smart Broker plus in Österreich eben nicht kompatibel sein wird, nein, wir können euch zurücklehnen, die arbeiten, die hackeln ordentlich da rein und das wird eben auch dementsprechend werden. Anfang Oktober sollte das Ganze soweit sein und mir ist versprochen worden, wenn sie in Österreich soweit sind, dass sie eben wir
wenn wir uns anmelden, als Steuerausländer geführt werden, plus ein österreichisches Referenzkonto möglich ist, dann melden Sie sich bei mir und ich werde natürlich einen Newsbeitrag dazu schreiben und in den November-News werde ich eben darüber berichten, dass das Ganze eben geklappt hat und eben wir alles safe sind. Finanzen.net Sera, weitere Neobroker aus Deutschland, jetzt über 170 Schweizer Aktien handelbar bei BAX. Der niederländische Neobroker, Erhöhung der Zinsen auf 2,75% auf nicht investiertes Guthaben. Lightyear hebt ebenfalls die Zinsen an auf 3,25%. Also du siehst eben bei der einzelnen Neobroker, die bieten ebenfalls Zinsen an auf nicht investiertes Guthaben. Trading 212, die haben eben verlautbart, ab 20. Oktober gibt es verlängerte Handelszeiten für US-Aktien. Die kannst du dann eben nach europäischen Zeiten auch schon vom Vormittag weghandeln. Und jetzt kommen wir zu den Kryptobrokern, 21 Bitcoin, ein österreichischer Anbieter, der meines Erachtens underrated ist, die haben eben die Smartphone-App neu gemacht und ich habe da ein paar Screenshots für euch. Wieder ganz gut gelungen und das Interessanteste ist eben, okay, wenn du kannst dann so einen automatischen Wallet-Transfer machen, das heißt, wenn du eben einen bestimmten Stand an Käufen hast, dann kannst du sagen, und jetzt schiebt man das Ganze an meine Hardware-Wallet drüber und ich bin eben safe. Das ist meines Erachtens ein Feature, das echt nice ist. Von den Gebühren ab 0,79 des Orderwerts sind möglich, mindestens aber 0,49. Regulär ist der Bitcoin oder die Bitcoin-Gebühr 1,49%. Shitcoins kannst du dort leider nicht kaufen, sondern wirklich nur Bitcoins und mit dem Code B-Test gibt es 0,2% Rabatt auf jeden Kauf, den du eben dort machst. Der nächste Kryptobroker Bison. Bison im Kryptowinter, der Umsatz bricht um 2/3 ein, 2022 im Vergleich zu 2021 und sie haben sich in der Presse bzw. auf den sozialen Medien wirklich keine Freunde gemacht und zwar haben sie eine AGB-Änderung gemacht und da steht dann eben drinnen, dass eben Bison anscheinend die Staking-Erträge behalten darf. Und ja, das heißt, die staken die Coins der Kundinnen und Kunden und das, was sie im Haus bekommen, das behalten sie sich und können dann eben ja, erwirtschaften so zusätzliche Erträge. Zu einem späten Zeitpunkt, sagen sie, bekommt ihr auch die Kryptoerträge aus Staking. Aber das kommt natürlich nicht gut an, wenn eben ja das Ganze eben ja, die Kunden haben nichts davon, geben aber ihre Kryptos her und Bison staked. Also das ist eine AGB-Änderung, die eben nicht gut ankommt. Gleichzeitig eben, man schaut eben, wie bekommt man eben zusätzliche Erträge her, wenn eben die Umsätze ordentlich einbrechen. Ein weiterer Kryptoanbieter, Coindex aus Deutschland, die haben jetzt eben Konkurs anmelden müssen. Ja, die Kryptoeinlagen der Kundinnen und Kunden ist nicht betroffen, aber ja, der Kryptowind ist da und eben die Bäume wachsen nicht in den Himmel und das ist jetzt ein Anbieter, der eben die Segel streichen hat müssen und es ist eben nichts rausgekommen. Ja, jetzt kommen wir zum Thema HSBC ETFs. Die haben eben durch ein Hoppala im Jahr 2023 eben die Meldung vergessen. Bei der österreichischen Kontrollbank jetzt hat es eben zur Folge, dass das eben nicht Meldefonds für den heutigen Jahr, für das nächste Jahr ist eben wieder gesichert, dass das eben wieder Meldefonds sind. Jetzt gibt es aber so eine kleine Herausforderung, all jene, die eben einen HSBC-Fonds haben, dass das eben ein Nicht-Meldefonds ist und jetzt muss man eben schauen, wie kommt man eben da raus. In unserer Community habe ich eben eine Nachricht von unserer Expertin im Bereich Fonds eben gepinnt, das heißt, wenn du noch nicht wenn du einen HSBC-Fonds bis ein ETF hast und der ist jetzt eben ein Nicht-Meldefonds, da kann ich nur sagen, schau nach, wie das eben bei der österreichischen Kontrollbank aktuell vermerkt ist und du sagst, okay, ich möchte da aktiv jetzt etwas tun, beziehungsweise möchte mich eben informieren, welche Möglichkeiten ich habe, dann lade ich dich dazu ein, schau doch ganz einfach in die Telekom-Community von uns. Dort im Kanal Steuern findest du eben eine gepinnte Nachricht, wo eben erklärt wird von unserer Expertin, welche Möglichkeiten das man eben hat. Und ich kann nur sagen, schau dir das Ganze an und überleg dann eben, was denn deine präferierte Möglichkeit ist, wenn du eben einen HSBC-ETF hast. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Sparzinsen. Was hat sich denn im September getan? Naja, viel hat sich nicht getan. Die Inflation, die weiß ich noch nicht, wie sie sich im September
verändert hat. Ich gehe davon aus, dass sie eben gesunken ist im Vergleich zum August, wo sie 7,5% war. Und wir sehen es eben bei den täglich fälligen Angeboten. Trade Republic 4%, Big Bank ebenfalls für 4% für Neukundinnen und Neukunden. Bilby Invest sagt eben dauerhaft 3,8% für die ersten 50.000. Trade Republic natürlich auch nur für die ersten 40.000. Treuhand Sammelkonto ist eben das Ganze wieder. Bei der Tikkie Bank gibt es 3,5% für 3 Monate Bindung. Big Bank nicht steuereinfach 3,2%. Der Nade Bank 2,75%. 6 Monate Bindung gibt es bei der Big Bank 3,6%. Volksbank Salzburg 3,125% und bei der Tikkie Bank 3%. 12 Monate Bindung 4% bei der Big Bank, Yapı Kredi 3,6% und beim steuereinfachen Anbieter Kommunalkredit Invest 3,5%. Und bei 24 Monaten Bindung gibt es bei der Big Bank bereits 4%, beziehungsweise bei Yapı Kredi 3,75% und bei der Bank direkt steuereinfach ebenfalls 3,75%. Und jetzt kommen wir natürlich wieder zu den Neukundenaktionen, wieder das Beste zum Schluss. Wenn du sagst, du möchtest eben bei deinem einen oder anderen Broker ein Depot eröffnen, was bekomme ich denn dafür? Bei Flatex gibt es weiterhin 100 Euro Trading-Guthaben für die ersten 3 Monate. Bei der Dada Bank keine Depotgebühr bis Ende 2025. 1 Euro eigene Orderspesen für die Transaktionen in den ersten 6 Monate. Und wenn du einen Depotübertrag machst zur Dada Bank, sagt die Dada Bank, ne, wir refundieren dir die Depotübertragsspesen, wenn die Position mindestens 2.000 Euro ausgemacht hat und maximal aber 250 Euro, die wir dir hier refundieren. Bei der Easybank 0 Euro eigene Orderspesen bis Ende des Jahres. Fremdspesen müssen leider übernommen werden bzw. bezahlt werden. 0 Euro Depotgebühr bis Ende 2024 und Kontogebühr ebenfalls 0 Euro bis Ende 2024. Bei der Giro 100 Euro Tradingguthaben werden rückerstattet. Bei der Bank direkt gibt es eben die gesagten, die 100 Euro Eröffnungsbonus bis 1.10.2023, nein, nicht bis, sondern ab 1.10.2023. Erste Bank ebenfalls Reduktion der Depotgebühr bis Ende des Jahres und reduzierte Ordergebühr bis Ende des Jahres. Comdirect 75 Euro Prämie, mindestens 3 Trades. Consorsbank 3,75% gibt es für Tagesgeld plus eben eine 100 Euro Prämie, wenn der Depotwert mindestens 10.000 Euro in den ersten 8 Monaten ist und 0,95 Euro in den ersten 12 Monaten über den Handelsplatz Trade geht. Bei Finanzen.net Zero gibt es eine Aktie geschenkt und bei Traders Place gibt es ebenfalls eine Gratis-Aktie, wenn mindestens 4 Transaktionen und der Depotwertkurs 1.000 Euro ist innerhalb der ersten 60 Tage. Das war's schon wieder mit den Broker News für den Oktober 2023. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Gib mir doch einen Daumen nach oben. Gibt es Fragen, dann stell sie ganz einfach in Form eines Kommentars. Danke sehr fürs Zusehen. Bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas vom broker-test.at. Ciao.